Hallo, ich habe mal versprochen, dass ich eine Technik zeige, manuelle Technik, wie man jegliche Spannung, jeglichen Schmerz, muskulären Schmerz loswerden kann, indem wir einfach nur die Haut bewegen. Es wird nicht schmerzen, es wird nicht mal langweilig werden. Aber die Folge dessen wird interessant werden, besonders wenn die Körperwahrnehmung bereits einigermaßen da ist. Und zwar müssen wir einen Bereich finden, wo wir irgendeine Spannung haben oder gar Schmerzen. Wenn ihr irgendwo Schmerzen habt nach dem Gehen oder einfach immer wieder aufkommende komische Schmerzen, dort könnt ihr das ausprobieren. Das muss nicht mal Muskel sein, das kann auch Knochen sein, Gelenk, Sehne, Muskel. Es ist unwichtig, was. Wir werden folgendermaßen vorgehen: Wir werden Finger nehmen, ihn auf diesen Bereich stellen, aber nur auf die Haut. Und dann Finger mit da dran klebenden Haut, das ist sehr, sehr kleine Berührung, ganz leichte Berührung, ja, ohne Druck in den Körper. Werden wir diesen Finger mit da dran klebenden Haut bewegen, auf dem Unterhautgewebe. Im Idealfall ist alles beweglich in alle Richtungen, ohne dass es irgendwo wir gegen einen Widerstand vorgehen müssen. Aber in der Realität ist es oft nicht so. In der Realität ist es oft genau diese unter der Haut liegenden Schwellen, im Sinne von freier Bewegung, das, was freie Bewegung stört, das können Spannungen sein, Verklebungen, Spikes, das können einfach Muskelanspannungen sein, einfach fasziale Anspannungen sonst wo, die aber sich in diesem Bereich äußern. Ja, und wenn wir die lösen, dann können wir wahrnehmen, wie entweder der Schmerz wandert, das zeigt uns, von wo er eigentlich kam. Ursprünglich, das ist total interessant, ja. Oder aber wie sonst sich woanders was entspannt. Da sind diese dann Zusammenhänge zwischen absolut fernliegenden Körperbereichen, die sich plötzlich zeigen. Weiß gar nicht, wo ich das zeigen soll. Der Prinzip ist einfach: Wir stellen Finger auf die Haut, ja, und dann diese Haut bewegen wir mit dem Finger erst rauf, runter. Und suchen die Richtung, wo es schwerer geht. Schwerer. Das heißt, wo wir gegen den Widerstand stoßen. In eine Richtung geht einfach, die lassen wir fallen. Und in die andere stoßen wir gegen den Widerstand. Widerstand, der diese Bewegung kleiner macht im Vergleich zu der anderen Richtung. Dann gehen wir dorthin, wo Widerstand war, bleiben aber vor dem Widerstand stehen. Überschreiten diesen Widerstand nicht, sondern wir bleiben davor, sogar ein bisschen weniger als davor. Das bedeutet, wir sind in der Komfortzone. Und dann bleiben wir dort stehen und warten auf die vegetative Reaktion des Körpers. Das kann tieferes Einatmen, Schlucken, Gähnen sein. Ja? Wenn vegetatives Nervensystem reagiert, ist Release, hat stattgefunden. Release ist erfolgt. Dann kann man testen nochmal. Dann muss es angeglichen sein, gleichermaßen rauf, runter oder rechts, links beweglich, möglich, Bewegung möglich, ohne Widerstand. Vielleicht kleiner insgesamt, aber symmetrisch. Denn so macht man rechts, links einmal, rauf, runter einmal. Und dann wartet man ein bisschen und möglicherweise äußert sich noch was anderes. Dazu entweder mit Verlagerung des Schmerzes, dann macht er weiter dort, oder mit Entspannung. Und dieser Bereich, mit dem ihr euch beschäftigt habt, ist auf jeden Fall entspannt danach. Schauen wir mal jetzt praktisch. Wir müssen uns was auswählen. Man kann Trapez nehmen dafür, man kann Kaumuskel nehmen dafür, man kann einfach schauen, wie kann ich meine Hand, ja, wenn jemand Probleme mit der Hand hat,
kann ich zum Beispiel meinen Daumen anlegen. Ich kann zum Beispiel nur so, ja, seht ihr, der kommt mit. Ich kann meinen Daumen nicht kurz beugen, ohne dass hier irgendwas verkürzt ist. Also wir müssen was auswählen. Ich habe diese Technik sehr erfolgreich an meinem schmerzenden Fersenbein ausprobiert. Seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Aber ich hatte eben diese Echo im Hamstring, in der anderen Hand und unter dem Knie. Ja, ich hatte so eine Reaktion auf eine einzige Manipulation. Versuchen wir mit der Hand, ja? Schau mal, was ich kann. Ja, wo ist bei mir, wo könnte ich mehr Spannung haben bei den Bewegungen, ja? Einfach um zu sagen, jetzt spüre ich hier deutliche Anspannung, ja? Wenn ich meine Hand bewege, dann ist hier etwas, was nicht lässt. Ihr könnt machen, wo ihr wollt. Ich stelle den Finger auf die Haut, ja? Klebe. Haut klebt am Finger, das ist sehr leichte Bewegung, kein Druck. Und jetzt bewege ich nach vorne und nach hinten. Ja, nach vorne und nach hinten. Nach vorne Widerstand hier, nach hinten gar kein Widerstand. Also ich habe meine Richtung gefunden. Nach vorne gehe ich. Ich weiß, dass da Widerstand war. Bleibe davor stehen und warte. Und ich meine, ich senke meine Arme, damit ich mich nicht anspanne. Ich stehe dort mit dem Finger, warte auf eine vegetative Reaktion. Dabei kann ich beobachten, wie ich atme, mit welchem Nasenloch ich atme, mit welchem besser, mit welchem schlechter, wie bewegen sich meine Lippen rechts, links, wie entspannt sich mein Beckenboden gleichmäßig oder nicht rechts, links, das kann man im Liegen machen. Ich habe Schlucken, das ist vegetative Reaktion. Jeder wartet auf seine eigenen, das kann bis zu 2 Minuten dauern. Und jetzt komme ich wieder zurück und mache noch mal Test. Und das hatte ich angeglichen, wunderbar. Gleichmäßig hin und her, ohne spürbaren Widerstand. Jetzt kann ich noch mal schauen. Ja, die Bewegung hat eindeutig an Freiheit zugenommen. Und jetzt bewege ich noch Kontrolle, ja, rauf und runter. Und rauf geht sehr gut, aber runter geht gar nicht gut. Da ist Stopp. Also gehe ich ein bisschen weniger als dieser Stopp war, bleibe dort stehen, setze mich in eine bequeme Lage oder lege mich und warte. Beobachte, wie ist es jetzt? Mit welchem Nasenloch atme ich jetzt? Vielleicht hat sich geändert. Wie bewegt sich mein Brustkorb? Wo mehr, wo weniger? Was ist mit dem Beckenboden? Wenn ihr aufliegt, dann wie, welche Knochen kontaktieren mehr mit dem Boden? Wie davor? Wie sitze ich? Ja, auf welchen Sitzhöcker mehr Gewicht, auf welchem weniger? Warte. Einfach beobachte, jetzt spüre ich schon, dass bei mir Spucke sich sammelt. Schlucken, das ist mein typisches, die anderen gehen. Ich lasse los, stelle ich wieder drauf und bewege rauf, runter. Und die Beweglichkeit ist da, in alle Richtungen. Jetzt kann ich bewegen mein Handgelenk ohne Spannungen. Und dann lohnt es sich ein bisschen zu warten. Je nachdem, wo ihr diese Technik angewendet habt, ob nicht was anderes sich äußert als Partnerschiff zu dieser Spannung. Vielleicht entspannt sich was. Oh, hier entspannt sich was bei mir. Und das ist auch mein eigener kritischer Bereich. Das ist Levator. Das ist Muskel, der Schulterblatt hebt und stabilisiert den Kopf hier. Ja. Wenn der Kopf instabil ist oder schaut, geht irgendwie aus der Achse raus, dann kann er sich provisorisch anspannen, protektiv. Und wenn man das zu oft macht, dann kriegt man dort einen Krampf oder permanente Anspannung. Also könnte ich jetzt hier das Gleiche wiederholen. Ja? Bei Fingerstellen auf diesen Bereich bewegen. Finden, wohin geht es besser.
Wohin weniger? Gut, und dann hier korrigieren. Wenn ihr bewegt und findet keinen Widerstand und die Bewegung ist gleichmäßig möglich wie in eine wie in die andere Richtung, ihr braucht hier nichts zu machen. Ich hoffe, es hilft euch. Schreibt mir in die Kommentare, wer hat was gefunden, welche Insights, welche Entdeckungen ihr damit hattet. Und dann ist es ja wunderbar. Bye, bye.